Willkommen bei Malidaon zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. So, auf Haddonfield mit meinem Dwight, nicht allein. Und, ja, sie kommt jetzt arbeiten, ne? Ja gut, ich sehe sie. Ja doch, muss sie ja eigentlich. Ja, sie ist mit arbeiten, sie hilft mit. Und jetzt haut sie ab. Nee, auf jeden Fall nicht im Pits-Outfit, weil, Dwight hat einfach keine Waren mehr momentan. Nachdem er eigentlich bei seinem Deal ja erwischt worden ist, sind einige Zulieferer abgesprungen. Und Killer kommt. Und da, ja, wie soll man sagen, ne? Nein! Ich dachte jetzt, der geht da oben zum Generator. Oh Gott. Okay, komm. So, wohin? Ach, der hat bestimmt Ruinen, ne? Deswegen hat es bestimmt auch gerade geknallt. Oh, das wird knapp. Komm. Oh, Palette. Ja, okay, er macht sie jetzt kaputt. So, ins Haus rein. Vielleicht können wir hier in die obere Etage fliehen. Komm schon, Dwight, komm schon. Okay, komm, raus Fenster. Was ein Versteckspiel hier. Folgt er mir noch? Ja. Komm. Nee, deswegen habe ich ihn auf jeden Fall ein bisschen gedeckter angezogen. Und, ja, aber mit seiner Brille hat er den Funk halt trotzdem mit dabei. Mit dem Gepäck. So, mal gucken. Freddy auf jeden Fall. Zwei Generatoren sind schon fertig. Okay. So, ich kann mich jetzt gleich auf jeden Fall aufwecken lassen. Also, wie gesagt, meine Meinung zu Freddy, jetzt hat man ja schon doch eine Zeit lang öfter gegen ihn gespielt, ist einfach, dass ich den... Oh, ich höre ihn schon wieder. Wo ist er? Dass ich finde, auf jeden Fall, dass die Überarbeitung von ihm eigentlich sehr gut gelungen ist. Boah, da unten ist der Wecker, ey. Ausgerechnet unten im Keller. So, ich habe ja hier Werkzeugkoffer mit, eigentlich um Haken zu sabotieren. Ja, vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen random ein bisschen helfen. Ne, aber meine Meinung zu Freddy auf jeden Fall, damit wir jetzt mal beim Thema bleiben. Oh, er kommt schon wieder, ne? Oh, das ist in der Nähe. Ist auf jeden Fall... Ich finde ihn auf jeden Fall gut. Ich finde, er ist nicht so stark. Nicht mehr so schwach wie vorher und... Ja, in richtigen Händen kann er ordentlich Druck machen auf der Map, weil er sich teleportieren kann. Aber wie gesagt, ich bleib bei meiner Meinung, die ich auch schon zu Anfang hatte. Also, haben sie richtig gut hinbekommen. Und, ja, ich find's klasse. Ne? Die haben sich dafür auch Zeit genommen und das ist gut geworden, auf jeden Fall. Oh. Jetzt. Hat er abgebrochen, oder? Er hat ja auch den Perk... Er kann ja auch den Perk bei haben, dass... obwohl, jetzt hat er da zugeschlagen am Haken, ne? Ne, stimmt gar nicht. Einer wurde jetzt befreit. Und er jagt die Besessenheit. Also... Hat er jetzt auch eine Spritze bekommen, ne? Da! Der hat wohl jetzt irgendjemand dem anderen jetzt eine Spritze reingedrückt. Was sagt mir das als Dwight? Die Zulieferer liefern jetzt jemand anders. Ja, und so ist das halt in dem Business. Oh. Wenn man selbst... Oh, nein. Hat er mich gesehen? Ich weiß nicht, aber er kommt jetzt darum. Wenn man selbst die Ware nicht abnimmt, wird man einfach ersetzt. Da wird man als Drogenbaron einfach abgesetzt und es ist, keiner weint einem eine Träne nach. Weil er war ja vollständig geheilt. Muss also eine Spritze gewesen sein. Oh, jetzt führt er ihn ausgerechnet hier hoch, ne? Oh ja. Nein.
Oh mein Gott. Das ist doch jetzt eine Traumpalette. Die habe ich doch gerade vorhin umgestoßen, ne? Okay. Also schon mal könnte ich eigentlich davon ausgehen, dass er dann das Addon bei hat, dass alle Generatoren Blut spritzen, wenn er sich teleportiert. Und dass er auf jeden Fall Traumpaletten mit hat. Okay, ich höre irgendwie Fußgetrippel. So. Ja, die, diese vielen Badham-Vorschule-Maps, kann ich noch gar nicht wirklich was zu sagen. Am Anfang, ja, ich habe sie bisher nicht ganz so oft gehabt. Ja, die hatten die Wahrscheinlichkeit, dass man da hinkommt, ja, erhöht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Aber dann kommt natürlich ein Skill-Check. Oh. Hat mich gesehen, ne? Oh mein Gott. Ich habe aber auch ein Pech jetzt, ne? Oh, hier ist ja die. Nein, das war tatsächlich noch eine echte Palette. Ach mein Gott, ich bin doch. Ich war doch gerade im Wachzustand, ne? Oh. Das hätte ich dann aber jetzt irgendwie besser nutzen können. Okay, tut mir leid für den, der hier am Generator arbeitet jetzt. Okay, der dritte Generator ist fertig. Jo, er kommt hoch. So, komm. Irgendwie bin ich aber jetzt nicht gerade produktiv, was Generatoren angeht. Und ich weiß jetzt auch immer noch gar nicht, ist Ruin jetzt eigentlich am Start oder nicht? Okay, jetzt erstmal heilen. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Bisher hatte nur einen am Haken gehabt. Drei Generatoren sind schon fertig. Also sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. So, aber ich habe keinen Überblick darüber, welche Generatoren und ob das jetzt alles ziemlich einseitig gewesen ist. Weiß ich jetzt absolut nicht. Habe ich kein Feeling für. So, er jagt auf jeden Fall wieder die Besessenheit. So, ich kann mich erstmal wieder aufwecken. Boah, schon 4 Generatoren fertig. Oh, vielleicht sollte ich dann doch nochmal in das Haus hier gehen. Hier war doch der Generator an. Also, nicht an, aber in Bearbeitung. So, komm. Vielleicht kann ich das ja jetzt hier fertig machen. Nein. Ach. Ach, der hier zum Generator, der hat sich. Nein! Der hat sich bestimmt zum Generator geportet, ne? Deswegen war da vorher keine Melodie. Okay. Ob ich ihn noch schaffe, an einem Generator irgendwas zu tun, ich weiß es nicht. Ah, vielleicht ist einfach Dwight auch ein bisschen benebelt. Okay. Nein, ich habe jetzt eine Blockade. Ich kann es jetzt nicht. Ich versuche es jetzt auch kein weiteres Mal. Das ist einfach zu peinlich. Obwohl ich möchte, ne? Man möchte. Oh. Ich möchte es jetzt eigentlich unbedingt sagen. Okay. Also hier und in dem Haus. Oh. Aber nein, eigentlich. Es rattert immer noch in meinem Unterbewusstsein. Nein. Obwohl, vielleicht portet er sich ja einfach wieder zu einem anderen. Ja, hat schon wieder aufgehört. Ich finde dieses Addon von ihm eigentlich gar nicht schlecht, dass alle Blut spritzen, wenn er sich teleportiert. Keiner kann sich sicher sein, der am Generator gerade sitzt,
Obwohl, jetzt hat er jemanden erwischt. Des Isolusi. Nein. Nein! Ich werde es mir gleich aufschreiben und vorlesen. Damit ich das auf jeden Fall drin habe. Oh nein. Okay. So, nein, wir haken das Thema jetzt wirklich ab. Das Thema ist jetzt für mich gegessen. Okay, er jagt auf jeden Fall die Besessenheit. Vielleicht kriege ich das ja jetzt noch hin, hier den Generator. So, komm, komm, komm. Oh, jetzt hat er die Besessenheit geschlagen. Okay, okay, okay. Ja, ich denke mal, der teleportiert sich immer zu dem Generator im Haus. Okay. So, komm, komm, komm. Dry. Jetzt das Tor aufmachen. Oh. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kommt er hinter mir her. Nein! Nein, warum? Jetzt bleibt mir nur die Palette. Und die Hoffnung. Oh, oh, oh. Ausgerechnet niemand entrinnt dem Tod. Ich weiß. Ihr sagt es mir ja oft. Ja, guck mal dich um die Totems. Guck nach. Zerstör am besten jeden, alles, was du siehst. Ja. Jetzt würde ich sagen, habt ihr recht. Aber man muss sich ja auch mal überraschen lassen. So. Er hat sie tatsächlich nicht gesehen. Oh, oh, oh. Aber er will mich auch nicht aufheben, ne? Er weiß um die Palette. Obwohl, jetzt jagte sie. Oh, komm, komm. Er hat sie erwischt. Komm, 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 komm. Heil mich bitte. Nein, nein, mach, mach, mach. Okay, jetzt ist mir erstmal weg. Erstmal weg, ja, erstmal ein bisschen in Sicherheit. Oh, 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 oh. So. Ich meine, am Ende der Straße waren zwei Totems, also in der Mitte der Straße, obwohl. Doch, ich glaube, am anderen Ende. Zumindest auf der Straße war eins. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite beim Busch oder so, was ähnliches. Das hilft ihr aber jetzt wenig. Boah, vor allem, wie lange brauche ich denn jetzt, ey? Ach. Okay. Okay, okay. Sie haben das Totem kaputt gemacht. Dwight, nimm die Beine in die Hand. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Nein, warum hat er die Palette nicht gezogen? Nein, ey. Warum hat er denn... Ey, ich hab auf Palette ziehen gedrückt. Ey, das gibt es doch nicht, ey. Nein. Nein. Vor allen Dingen, er hat einen. Ja, genau. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Er wollte jetzt gucken, ob er mich morien kann, weil er hatte nämlich ein verdecktes Ding bei. Er hat natürlich jetzt nicht viele Aufgaben. Der eine. Ach, den einen. Ja, stimmt. Der wurde ja mit einer Spritze hochgeholt, ne? Deswegen konnte er ihn ja auch nicht morien. Übrigens. Jetzt, wo ich am Haken bin und etwas Zeit habe, mir fällt nämlich jetzt eine Sache noch ein. Man kann die Charaktere auch auf der PlayStation 4 in der Lobby oder wenn man halt den Charakter gerade auswählt, ganz normal, drehen. Ne? Man kann sich also die Rückseite und die Seitenansicht kann man sich angucken. Ich habe da mal auch ein kleines Video gemacht, das kann ich einfach mal einspielen.
Nach all der Zeit habe ich jetzt auch erst erfahren, dass man den Charakter auch auf der PS4 drehen kann, indem wir halt mit dem Kreis draufgehen, X gedrückt halten und dann den linken Stick hin und her bewegen. Also wenn das nicht mal geil ist, ne, habe ich mir immer gewünscht. So, und jetzt hier hoffe ich einfach mal, ja, er campt. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt abgehangen werde. Der hat gerade 100%, ich hatte einen Mori bei. Zumindest ein grünes muss er bei haben. Okay, keine geliehene Zeit. Oh, komm, 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 komm. Oh mein Gott. Die bieten mir Schutz. Oh. Das ist der Grund, ne? Das ist der Grund, weswegen ich auch immer sage, save the randoms. Das sind, wie gesagt, einfach randoms und, ja, oh nein! Jetzt hat's ihn erwischt. Oh. Komm, 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 komm. Nein, er wird gemoried, ne? Ach, nein. Oh, das finde ich jetzt schade. Das finde ich jetzt echt persönlich schade, weil ja, er sich für mich eingesetzt hat, ne, da. Und einer hat mich ja abgehangen. Und beide haben mir Schutz, haben sich da vor den Freddy. Naja, ey, das finde ich jetzt schade. Ist für mich echt der Random der Woche, wenn nicht sogar Random des Monats, ne. Also, echt klasse. Schade, nee, echt, ärgert mich jetzt gerade, wirklich. Ah. Ja, in der General, also in der Kategorie Ziele war ich natürlich schlecht. Ja, okay, also eher durchwachsene Leistung. Echt schade, dass er es jetzt, dass es ihn jetzt erwischt hat, ne? Ja, der eine hat so Spritzebrei. Spritzebrei. Mein Gott. Spritzebrei. So. Okay. Ich hoffe auf jeden Fall, die Runde hat euch gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls jetzt irgendwie mit meiner Stimme oder sonst irgendetwas ist, momentan habe ich wieder alles, ne? Ich habe mir auch eine Virusinfektion momentan wieder eingefangen. Also echt, sieht gesundheitstechnisch momentan echt mau aus. Aber ich bin froh, dass die Stimme einigermaßen mitmacht. So, und ich hoffe, wir sehen uns einfach bei den nächsten Videos. Und ich sage einfach mal ciao, euer Malida.